Yo Leute, was geht ab? Willkommen zum neuen Video vom BAP zu dem DA. Und heute mal zu einem etwas neueren Video. Und zwar werde ich in diesem Video mit euch ein bisschen online shoppen, ein bisschen zusammen mit euch chillen. Online shoppen and chill. Aber ich werde in diesem Video mir versuchen, einen neuen Style sozusagen anzueignen. Und zwar geht es in einem Style mit Anzughosen und Chinohosen, je nachdem, wie man es nennen möchte. Der etwas elegantere Look, sage ich jetzt mal. Und ich finde den Look an sich cool, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass es mir nicht so steht. Aber ich will es mal ausprobieren, weil ich habe es eigentlich noch nie ausprobiert. Deswegen gucke ich mich jetzt online ein bisschen um mit euch zusammen. Und an dieser Stelle, damit ihr es wisst, ich werde es auch abfüllen, auch wenn ich das an mir komplett scheiße und wack finde. Aber ich werde es trotzdem abfüllen, damit ihr mal das Ergebnis seht und dass man sich auch mal vertun kann, falls es wirklich scheiße aussehen wird. Aber ich bin eigentlich guter Dinge, also so kacke, glaube ich, kann es nicht aussehen, aber mal schauen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mit dem Video los und kommt mal in meinen Computer rein. Und zwar befinde ich mich hier auf der Asus-Seite und ich gehe hier dann auf Hosen und Chinohosen. Dann gehe ich hier, dann filter ich das Ganze, also bei Stil mache ich dann Chino-Hosen suchen wir, beziehungsweise suche ich jetzt, und elegante Hosen. Dann gehen wir auf Fit bei besonders enger Schnitt und schmaler Schnitt ist, glaube ich, noch ein bisschen zu breit, also super eng gehen wir dann. Dann machen wir erstmal den Preis, weil wir wollen ja nicht zu viel ausgeben, ne? Ich würde maximal 60 Euro bezahlen. Ja doch, maximal 60. Dann gehen wir hier auf Farbe, je nachdem welche Farbe ihr wollt. Ich habe mich jetzt für so ein Anthrazit, also habe ich jetzt im Kopf Anthrazit oder Schwarz, also Grau, Steingrau gebe ich jetzt einfach mal ein und nee, weiß nicht, Schwarz. Wallach Schwarz, wo bist du? Achso, da. Okay, da haben wir das Ganze jetzt. 75 Produkte haben wir jetzt hier angezeigt. Und ja, können wir einfach mal durchgucken. Ich finde jetzt diese hier, super enge, elegante Hose. In Schwarz finde ich schon mal nicht schlecht. Also die soll ja auch ein bisschen kürzer sein. Das habe ich vergessen zu sagen. Ein bisschen kürzer soll die auf jeden Fall schon sein. Hier, die sieht auch nicht schlecht aus. Anthrazit, aber sieht eher aus wie ein Schwarz. Machen wir mal weiter. Die sieht an sich auch nicht schlecht aus, aber die sieht ein bisschen zu kurz aus, finde ich. Ja, lassen wir erstmal. Gucken wir mal weiter. Bra, was ist das denn für eine Hose, Alter? Enge, elegante Hose mit Blumenmuster. Beste. Gucken wir mal weiter, hier weiß, die sehen ein bisschen zu formal aus. An sich diese hier, die sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, die ist ein bisschen zu hell. Kann ich mir eigentlich nicht so gut was mit vorstellen. Ich bräuchte so ein Dunkelgrau noch, so ein, dieses aber ein bisschen kacke geschnitten, ne, finde ich. Aber so ein Dunkelgrau wäre eigentlich nicht schlecht. Die sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, aber die ist lang. Oh, die sieht nicht schlecht aus. Super enge Hose mit kurzem Schnitt in Anthrazit. Das eigentlich, die sieht zwar, die sieht eng aus, aber gleichzeitig auch locker. Also eigentlich sieht das heftig aus. Also nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Die sieht auch nicht schlecht aus. Gucken wir mal hier weiter. Es gibt nur drei Seiten. Okay, das war's auch. Also ging ja eigentlich relativ schnell. Dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal an. Die Hose ist jetzt... Sieht eigentlich nicht schlecht aus, ja. Gucken wir uns das hier mal an. Super enge, elegante Hose mit kurzem Schnitt in Anthrazit. Also es ist grau, aber Richtung Schwarz eher, und das dritte oder so. Das hier ist ja eher so, würde ich sagen, eher grau als schwarz. Ist aber ein bisschen locker, finde ich. Aber ist eigentlich nicht schlecht. Also ich glaube, ich mache das dann wirklich so. Ich hole mir diese Hose, beziehungsweise eine Hose in Anzugform halt, also nicht so eng, und eine Jeanshose, die ein bisschen enger ist. Die hier sieht nicht schlecht aus. Die sieht von der Passform her sehr, sehr gut aus. 23,99 Euro kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich hoffe, es gibt jetzt meine Größe. Bruh. Es gibt einfach nicht meine Größe. Ich wusste es, Alter. Ich wusste es. Okay, das fällt schon mal weg. Das können wir schon mal wegmachen. Wenn es das ja auch nicht gibt, dann raste ich aus. Braucht 30er Länge auf jeden Fall. 31,30. Ja, könnte eigentlich passen. Gucken wir jetzt nochmal weiter hier. Die Hose gibt es fast in allen Größen noch. Das ist schon mal gut. Und die hier, ich weiß nicht. Die hier oder die hier überlege ich jetzt. Also ich hole mir die hier dann einmal in Größe. Ich glaube 29,30 oder 30,30. Aber ich glaube, ich nehme einfach mal 29,30. Ja, 29,30 in der. Die kommt schon mal in die Tasche. Und die hier einmal in, wie ich hier sehe, gibt es nur noch 31,30, ist die kleinste Größe. Dann nehme ich das einfach mal mit. Wenn es nicht passt, dann ist auf jeden Fall miese Zeiten. Dann müssen wir das nur mit einem Outfit machen oder einer Hose.
So, was ich mir dann dazu gedacht habe, trage ich auf jeden Fall einen Mantel von mir dazu. Also den muss ich ja jetzt nicht extra holen. Und ein T-Shirt wollte ich mir holen, um das in die Hose zu stecken. Was für ein T-Shirt, weiß ich noch nicht. Ich gehe mal hier drauf, gehe mal weg hier. Auf T-Shirts und Träger-T-Shirts steht hier. Dann habe ich mir gedacht, auf jeden Fall ein helles, also weiß, steingrau. Bro, warum geht das weg? Weiß, steingrau und ja, das war's eigentlich. Das ist richtig bra. Es gibt 848 Produkte, die da zutreffen. Deswegen guckt da am besten hier nochmal oder ihr könnt hier die Größen eingeben und sowas oder angeben. M oder L brauche ich dann. Dann gucken wir mal hier, welche Marken es alles gibt. Burton, Burton Menswear, Calvin Klein ist eigentlich nicht schlecht. Es wird, glaube ich, im Gesamten ganz cool sein, also mit so einem Calvin Klein Ausschnitt. Aber ja, die haben jetzt nur dieses Mini bzw. dieses komische Logo. Also ich fände am besten, wenn man dieses Calvin Klein Logo hätte, aber bzw. diese Schrift halt hier. Ich guck da mal bei Zalando, also meistens hat Zalando dann die noch. Gehe ich jetzt mal auf Zalando. Calvin Klein ein. Ich weiß nicht, eigentlich könnte man auch noch ein anderes T-Shirt nehmen, aber ich finde Calvin Klein ist so Standard, aber classy so. Kann man immer tragen, sieht cool aus. Schrift ganz schlicht, aber hat was auf jeden Fall. Und ja, deswegen glaube ich, kann man das ganz gut dazu tragen. Unter so einem Mantel, dann die Anzugshose dazu. Also wäre eigentlich ganz cool. So, dann gucken wir mal hier. Müssen wir auf T-Shirts gehen. So, dann haben wir hier jetzt ein paar T-Shirts. Dann wählen wir jetzt die Farbe mal aus. Also weiß, vielleicht auch schwarz. Mal gucken. Vielleicht gibt es da ein schwarzes cooles, was so, ja, nicht so schlichtes oder vielleicht noch was Besonderes hat. So, hier sehen wir das ganz normale schwarze Calvin Klein T-Shirt, Calvin Klein Jeans. Hier in weiß. Weiß können wir direkt mal öffnen. Das hier sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Also das schwarze T-Shirt kann ich mir ganz gut vorstellen. Zu dem schwarzen oder zu der schwarzen Chino-Hose. Dann halt noch diese weiße, dieser weiße Aufdruck. Also hat dann auf jeden Fall was Besonderes. Calvin Klein kann man sehen und sowas unter dem Mantel. Ich glaube, wäre eigentlich auch nicht schlecht. Öffnen wir das Ganze auch mal. Und ja, das war's eigentlich auch schon. Gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. So, ganz normal Calvin Klein Jeans T-Shirt. Nehmen wir das Ganze mal in M. Und das Schwarze nehmen wir dann auch nochmal in M mit. Ich gucke gerade, welche Größe er hat. Er ist 1,86 und trägt Größe M. Ja, egal, passt schon. Ich bin zwar, glaube ich, 10 cm oder mehr als 10 cm kleiner, aber jucken. Passt schon auf jeden Fall. Und ja, das war's eigentlich auch. Was brauchen wir noch? Mantel habe ich da. Also wie gesagt, muss ich nicht kaufen. Dazu werde ich meine Stan Smith tragen. Also muss ich auch nicht kaufen. Weiße Socken brauchen wir dann noch. Aber ich glaube, ich muss jetzt keine extra Socken kaufen. Deswegen, ja, jeder hat irgendwie weiße Socken oder sowas zu Hause. Und wenn nicht, dann holt euch einfach irgendwelche Standard weiße Socken, die ein bisschen länger sind und bis zur Kniehöhe, nee, nicht Kniehöhe, was laber ich, bis zum Schienbein gehen. Und ja, dann habt ihr auf jeden Fall perfekte weiße Socken für dieses Outfit. Das war's jetzt auf jeden Fall mit dem Outfit. Also das Outfit sollte sozusagen feststehen. Ich glaube, ich werde zwei Outfits da rausholen können, wenn alles wirklich passen sollte. Wir haben jetzt Dienstag, es sollte dann ungefähr Freitag oder sowas ankommen. Also wie gesagt, Zalando und Asos sind da relativ schnell im Schicken. Deswegen, ja, beides Top-Online-Shops, kann ich nur empfehlen nochmal. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns am Freitag, wenn die ganzen Sachen da sind. Und ich hoffe mal, es passt. So Leute, wir haben heute auf jeden Fall Samstag und wie ich richtig vorher gesehen habe, kamen die Sachen alle gestern schon, aber ich konnte das gestern nicht mehr abdrehen. Und ich habe die Sachen noch nicht ausgepackt, also ich weiß nicht, ob es mir passen wird oder nicht. Also wir haben hier einmal Zalando und einmal Asos und ja, ich würde sagen, packen wir mal aus. So, die ganzen Sachen liegen jetzt vor mir und ich konnte es schon ein bisschen so sehen. Ich weiß nicht, an sich sieht alles so gut aus von der Größe her. Aber ich gucke jetzt auf jeden Fall. Also das ist die Chino-Hose, die schwarze Hose, die ich bestellt habe. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt richtig seht. Also wenn ich das jetzt so halte, seht ihr ja nicht viel, ob es passt oder nicht. Aber ich halte das mal kurz an mich. Ja, das sollte auf jeden Fall passen von der Bumpweite auch her. Also ich habe ja 29,38. Ich habe 29,30 genommen. Ja, sollte da auf jeden Fall passen. Dann habe ich hier dieses Calvin Klein. Junge, Alter, halt doch mal die Schnauze, Junge. Da sind einfach so kleine Kinder, die stellen sich auf die Straße vor ein Auto. Das Auto muss halten wegen denen. Und die schreien einfach rum, diese Alter. Auf jeden Fall, ja, hier das Calvin Klein T-Shirt in schwarz. Ich guck mal,
sitzt auf jeden Fall, glaube ich, relativ eng am Körper. Dann haben wir hier nochmal das Weiße, das wird von der Passform, denke ich mal, dann genauso sein. Wie gesagt, beides in M. Und die Hose hier einmal, die Anzugshose in diesem Anthrazit. Die sieht ein bisschen groß aus, muss ich gerade sagen. Also ich weiß nicht. Ich probiere das Ganze jetzt an und dann sehen wir uns gleich. So, das Outfit sitzt auf jeden Fall. Was ich euch sagen kann, ist, dass mir alles relativ gut gepasst hat oder gut passt. Außer die graue Anthrazithose. Also ich habe die anprobiert und ich glaube, ich müsste im 9. Monat schwanger sein oder so, dass ich da reinpasse, Amina. Deswegen schade, dass es nicht geht. Dann hätte ich 2 Outfits. Aber ja, jetzt habe ich sozusagen ein Outfit mit 2 T-Shirts. Da könnt ihr mal auswählen, welches besser aussieht oder ob es euch überhaupt gefällt. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze mal jetzt angezogen. So, bevor ich ein paar Worte über dieses Auto verliere, schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Also, ja, ist ja ein bisschen anders, also ist ja nicht so ganz mein Style eigentlich. Also grundsätzlich meine Meinung über dieses Outfit ist, ich finde das eigentlich relativ cool. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass ich so positiv von diesem Outfit beeindruckt bin. Aber ist halt, wie gesagt, ein bisschen ungewohnt, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ein T-Shirt in die Hose gesteckt habe. Ich glaube, noch nie in meinem Leben. Und wann ich das letzte Mal ein Hemd in die Hose gesteckt habe, glaube ich, war an meinem Abiball oder sowas. Und das ist auch schon ein paar Jahre her. Und ja, Chinohose, so eine enge, also Anzugshose, Chinohose, ist auch sehr ungewohnt. Hatte ich auch das letzte Mal, glaube ich, an meinem Abiball an. Und ja, ist ein bisschen ungewohnt, wie gesagt, aber ich finde das Outfit eigentlich mega cool. Deswegen werde ich das Outfit auch behalten. Also hätte ich echt nicht gedacht. Ich dachte jetzt, okay, ich drehe das ab. Auch wenn es scheiße aussieht, habe ich euch ja gesagt, werde ich das trotzdem abdrehen. Und dann, wenn es kacke aussieht, dann werde ich das halt zurückschicken. Aber mir gefällt es eigentlich. Deswegen, ja, werde ich das behalten. Und das war es auf jeden Fall auch mit dem Video. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Video an sich fandet. Weil war ja ein bisschen anders mit, dass ihr mit mir erstmal einkauft und sowas. Also ich fand es auf jeden Fall eine coole Abwechslung. Und das Outfit an sich fand ich auch mal cool. Als Abwechslung. Und ansonsten war es das auf jeden Fall von meiner Seite aus. Folgt mir bei Instagram, Snapchat ist nicht verboten. Ihr wisst wie immer Bescheid. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und Peace.